Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Und ich glaube, ich brauche es nicht erwähnen, denn ihr wisst es bereits schon. Diese Woche gibt es zwei unfassbar kranke Releases, zu denen ich auf jeden Fall nochmal kommen möchte. Und außerdem habe ich noch kranke Leaks und Informationen zu vielen John 1ern, die jetzt im nächsten Jahr rauskommen sollen. Und es gibt noch viele andere coole News, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen wollt. Aus dem Grund bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Für die Leute, die neu auf dem Kanal sind und nicht wissen, was Hype News ist, bei Hype News stellen wir euch jeden Mittwoch um 14 Uhr die neuesten Sneaker- und Fashion-Releases vor. Also wenn ihr immer auf dem neuesten Stand in der Sneaker- und Fashion-Szene sein wollt, wissen wollt, welche gehypten Releases in der kommenden Zeit anstehen, welche Resale haben und welche nicht oder allgemein etwas zu der Historie von den Schuhen wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall jeden Mittwoch um 14 Uhr ein. Und um am besten gar nichts mehr zu verpassen, lasst auf jeden Fall ein Abo da und schaltet die Glocke an. Und außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr in diesem Video einen dicken, fetten Daumen nach oben geben würdet, denn das würde uns sehr unterstützen und dann können wir die kommenden Videos für euch noch besser machen. Außerdem dürft ihr uns natürlich gerne auf Instagram auschecken und ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt mal zum Top-Thema der Woche. So, und für mich ist diese Woche ganz klar das Top-Thema der Adidas Yeezy Boost 350 V3 in dem Alien Colorway. Für den gibt es nämlich jetzt endlich ein Release-Datum und zwar soll der jetzt am 16.11. rauskommen. Voraussichtlich wird der Schuh 230 Euro im Retail kosten und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der mehr als 300 Euro in den Size US 4,5 bis US 6,5 im Resale bringt. Aus dem Grund einfach, weil es jetzt der erste Colorway von dem 350 V3 ist und da das halt eine neue Silhouette ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der halt nicht im Resale irgendwie nur ansatzweise gut gehen wird. Aus dem Grund denke ich mal, dass der auf jeden Fall so um die 100 Euro Gewinn bringen kann. Außerdem freue ich mich sogar sehr auf den Schuh, nicht weil er mir so hundertprozentig taugt, sondern weil ich einfach gespannt bin auf die Resonanzen, wie der letzten Endes so ankommt, wenn er released ist und so weiter und so fort. Ihr könnt mir aber trotzdem schon mal gerne eure erste Meinung unten in die Kommentare schreiben, denn ich bin halt einfach mal gespannt, was ihr so zu denen sagt. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig abgeneigt von dem Schuh, aber so viel mit dem 350 zum Beispiel hat er meiner Meinung nach nicht mehr zu tun. Aus dem Grund würde ich sagen, warten wir einfach mal ab und zu den Resale-Preisen warten wir da auch einfach nochmal ab. Je nachdem, wie die Stockzahlen am Ende sein würden, wird sich der auch noch, natürlich auch nochmal verändern. Aber grundsätzlich ist das jetzt meine erste Prediction, weil so geil sieht er halt nicht aus. Diese Woche gibt es leider nicht so geile normale Releases. Aus dem Grund kommen wir direkt zu den gehypten Releases und da gibt es natürlich wieder aber sehr viele geile Sachen, wie ich das schon am Anfang des Videos gesagt habe. Und fangen wir da direkt mal am 10.10. mit dem Nike Blazer in der Kollabo mit Sakai an. Der Retailpreis von dem Schuh hat sich komischerweise verändert. Eigentlich sollte der 180 Euro im Retail kosten, weil der letzte auch 180 Euro gekostet hat. Scheinbar haben sie aber irgendwie die Produktion günstiger hinbekommen. Ich weiß nicht wieso, aber der kostet jetzt nur noch 140 Euro im Retail. Außerdem denke ich mal, dass der Resale-Preis vielleicht ein bisschen weniger geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er in den Size US 7,5 bis US 9,5 nur so 300 Euro bringt. Natürlich kann es immer mehr sein. Ich will jetzt hier nicht den Preis lowballen, weil ich ja auch ein bisschen den Markt beeinflussen kann, dadurch, dass halt mehrere Leute sich das angucken. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht mit dem Gewissen reingehen, dass er halt mega viel bringen kann. Aus dem Grund, lasst eure Erwartungen ein bisschen niedriger. Der kann auf jeden Fall dennoch mehr bringen. Aber ich denke mal, dass so 300, 350 Euro der Resale-Preis ist, auf den man sich einstellen sollte. Einmal nochmal meine Meinung zum Schuh. Grundsätzlich sind die eigentlich ganz geil. Dieses doppelte Gelayerte bei diesem Schuh ist sehr, sehr cool. Aber ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen satt gesehen und ich finde einfach den schlichten weißen, schlichten schwarzen Colorway fast schon ein Ticken zu low und die Qualität soll halt nicht so gut sein beim letzten Blazer, weswegen ich meinen auch noch nicht getragen habe, aber beim letzten habe ich gehört, dass sich schnell das doppelt gelayerte halt lösen soll, weil es nur verklebt ist und dass das halt ein bisschen zu sehr auf Spannung ist und dass wenn man den trägt, dass sich das eben löst, was persönlich meiner Meinung nach nicht so cool ist, weswegen ich mir den auch nicht holen will, aber für die Resale Road to Glory wird das auf jeden Fall ein Schuh sein. By the way, so viele Leute fragen, wann die nächste Folge online kommt, die wird denke ich mal so in den kommenden Tagen online kommen, einfach abwarten und da müssen wir halt noch ein bisschen was füllen, aber grundsätzlich könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass die bald wieder kommt. Zwei Tage später geht es dann wieder weiter mit einem richtig krassen Schuh und Leute, ihr wisst, um was es geht. Und zwar geht es um den Jordan 6 in der Kollabo mit Travis Scott. Auch da, wie beim Nike Blazers, habe ich eben nicht gesagt, aber auch da sind jetzt endlich alle Raffles langsam so offen oder sie werden langsam geöffnet. Und der Schuh ist halt einfach ein extrem gehypter Schuh und ich denke mal, dass jeder sich von uns auf den freut. Der wird 250 Euro im Retail kosten und ich denke mal so in den Sizes US 7,5 bis US 9,5 um die 6
bis 700 Euro im Resell bringen. Auch da ist der Preis tatsächlich ein bisschen gestiegen, im Gegensatz zu den Sakai. Der Sakai ist ja ein bisschen, meiner Meinung nach, würde ich sagen, gesunken. Aber ich denke mal, dass der Jordan 6er in der Collab mit Travis Scott ein bisschen mehr im Resell bringt, als ich in den letzten Videos gesagt habe. Alle anderen Sizes werden natürlich auch im Resell bringen, aber wie gesagt, wenn ihr auf den höchsten Profit geht, dann kauft euch auf jeden Fall die Größen 7,5 bis 9,5. Die werden auf jeden Fall am meisten bringen. Einmal kurz nochmal zum Stock. Der gesamte Stock von den kompletten Family Size Run wird 129.000 Mal betragen. Aber ich glaube, dass die Man Size in einen Stock von 62.000 Mal kommen wird. Falls ihr aber noch mehr Informationen zu den Schuhen haben wollt und wissen wollt, wie ihr die größten Chancen habt, den zu bekommen, genauso wie den Nike Blazer in der Collab mit Sakai, dann checkt auf jeden Fall nochmal die letzten beiden How to Cop Guides aus. Da hat Tu und ich einmal ein Video zu gemacht und dann werdet ihr eben hoffentlich sehr gute Chancen haben, den Schuh zu bekommen. Deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht es gerne. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Leaks in der Sneaker-Szene und da sind diese Woche sehr, sehr viele geile Leaks dabei. Wärmen wir uns jetzt erstmal aber langsam auf und fangen wir am 25.10. mit den Air Force One Black Skeleton an. Der Schuh wird 130 Euro im Retail kosten und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass er mega viel im Resale bringt. Aus dem Grund, weil halt schwarze Air Force Ones nicht so beliebt sind. Jeder kann natürlich tragen, was er will, aber meiner Meinung nach finde ich die halt einfach nicht so geil. Und so ein komplett schwarzer Air Force sieht halt einfach, ja, irgendwie ein bisschen kacke aus, meiner Meinung nach. Dennoch ist das Konzept von den Schuhen eigentlich ganz cool, ist halt so mitten zur Halloween-Phase ganz passend. Auf dem Schuh ist außen einmal so ein Fußskelett drauf, was, glaube ich, sogar leuchten kann im Dunkeln. Und die Outsole ist auch in einem Glow-in-the-Dark, das bedeutet, im Dunkeln können die auf jeden Fall leuchten. Aber wie gesagt, ein schwarzer Air Force ist nicht so wirklich meins, denn ich denke mal, dass der so um die 150 Euro in den Size US 7,5 bis US 9,5 im Resale bringen kann. Aber grundsätzlich ist er, wie gesagt, nicht so bombastisch. Ein Tag später geht es dann weiter mit den Jordan 1 Shadow Backboard 3.0. Ich hatte den ja schon im letzten Video, aber es gibt eine ganz interessante neue Information, die, sage ich mal, ein bisschen bekannt geworden ist, weil jemand den Early hat und etwas ausprobiert hat. Und zwar kann man dieses gelackte Leder, ich glaube mit Aceton oder sowas, das muss man sich nochmal genau angucken, aber man kann das gelackte Leder entfernen und dann sieht es im Prinzip aus wie ein ganz normaler Jordan 1, der halt das normale Upper hat und nicht so ein gelacktes Upper. Was auf jeden Fall eine sehr interessante Tatsache ist, weil dadurch ist es halt einfach ein cooler, schlichter Shadow Backboard 3.0 Colorway mit so einer Off-White-Sohle und das persönlich finde ich sehr, sehr cool. Einmal nochmal aber zum Schuh an sich. Der wird 150 Euro im Retail kosten. Ich denke mal so um die 250 Euro in den Size US 7,5 bis US 9,5 im Resale bringt. Es kann sein, dass er jetzt auch ein bisschen mehr bringt aus dem Grund, weil viele Leute eben herausgefunden haben, dass man das Upper entfernen kann. Aber da würde ich mich jetzt drauf nicht verlassen. Ich werde auf jeden Fall nochmal mehr Informationen zu den Schuhen dann in den kommenden Hype News geben, wenn man eben noch ein bisschen mehr weiß. Aber der Stock wahrscheinlich verläuft sich so auf um die 100.000 Mal raus, was natürlich nicht selten ist. Aber ich denke mal, dass er trotzdem ganz gut bei der Community ankommen wird. Dann gibt es jetzt endlich ein Release-Datum für den Air Jordan 1 in dem Fearless Colorway. Und zwar soll der jetzt am 2.11. rauskommen. Der Schuh wird 150 Euro im Retail kosten und ich denke mal, dass der ebenfalls so um die 250 bis 300 Euro in den Size US 7,5 bis US 9,5 im Resale bringt. Auch wenn ich persönlich den Schuh nicht so mega geil finde, weil diese Farbkombination mich sehr an einen Clownschuh erinnert und der eben auch dieses gelackte Obermaterial hat, also eben dieses Patent Leather, denke ich mal, dass er trotzdem etwas im Resale bringt. Aus dem Grund, weil der halt eben in diesen US-Farben ist, also in den Farben der amerikanischen Flagge. Und ich könnte mir vorstellen, dass er halt auf dem amerikanischen Markt dadurch ganz gut geht. Und der amerikanische Markt beeinflusst ja auch immer noch den deutschen. Aus dem Grund würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, wie dann auch am Ende die Stockzahlen sind. Aber grundsätzlich, mein Schuh ist es jetzt nicht, aber vielleicht von euch interessieren sich ja einige von denen. So, jetzt habe ich nochmal vier Jordan 1er für euch, die meiner Meinung nach echt sehr, sehr cool sind und alle im Jahr 2020 rauskommen sollen. Und fangen wir da direkt mal an mit den Air Jordan 1, ich nenne ihn mal Light Grey in einem Patent Leather, genauso wie den UNC, den ich euch hier eben gezeigt habe. Und zwar soll der im Frühjahr 2020 rauskommen. Der wird ebenfalls am Retailpreis wie alle Jordan 1er von 150 Euro haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Stock nicht zu hoch ist, dass der so um die 300 Euro in den Size US 7,5 bis US 9,5 im Resale bringt. Eine Sache, auf die wir aber auf jeden Fall noch warten müssen bei den Schuhen, bis jetzt wurde nicht geleakt, ob der auch in einem Man Size Run rauskommen soll oder nur in einem Woman Size Run, weil normalerweise wären die Colorways mit Patent Leather nur in einem Woman Size Run geleakt und da würden sich dann natürlich die US Sizes ein bisschen ändern. Aber grundsätzlich soll er im Jahr 2020 rauskommen. Ich finde das Farbschema sehr, sehr cool.
Genauso wie bei den Jordan 1 Shadow, dass es halt so ein leichtes Grau ist. Fuck, falscher Schuh. Das ist eben so ein leichtes Graues, aber dass eben halt vorne dann weiß ist und dass halt das Ganze sich ein bisschen verändert hat. Finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil es halt dadurch ein schlechter Jordan 1er ist. Und da finde ich tatsächlich das Gelackte eigentlich nicht so schlimm, was mir nämlich mittlerweile auch immer mehr und mehr auf Jordan 1 gefällt. Aus dem Grund warten wir einfach mal ab und ich denke mal, dann können wir uns auch auf diesen Release freuen. Dann geht es weiter mit den Jordan 1 in dem No Sale Colorway. Der Schuh soll ebenfalls im Frühjahr 2020 rauskommen, wird einen Retailpreis von 150 Euro haben und ich könnte mir vorstellen, dass der tatsächlich in den Size US 7,5 bis US 9,5 um die 350 bis 400 Euro im Resale bringt. Aus dem Grund, weil das halt einfach im Prinzip ein Bread Toe Colorway ist, also eigentlich, weil die Farben natürlich verändert sind, ein Royal Toe Colorway. Denn der hat wie bei dem Bread Toe vorne die Toebox dann in Blau und die Parts, die bei dem Bread Toe in Rot sind, hat der dann ebenfalls in Blau. Und ich persönlich muss sagen, dass ich den Colorway eigentlich sehr, sehr cool finde, denn der Jordan 1 Royal ist halt auch eine mega OG-Silhouette und ich finde die Farben von dem Schuh echt sehr, sehr cool. Und dadurch, dass an der Seite hier weiß ist und nicht schwarz wie bei dem normalen Royal Colorway, muss ich sagen, gefällt mir der No Sale ebenfalls noch einen Ticken besser. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielen Leuten von euch der sehr gut gefallen wird. Und deswegen denke ich mal auch, dass er auf jeden Fall gut etwas im Resale bringen wird. Da müssen wir ebenfalls einfach mal abwarten, da es bis jetzt noch nicht so viele Informationen zu dem Schuh gibt. Aber der soll halt im Frühjahr 2020 rauskommen. Und ich denke mal, sehr viele von euch freuen sich extrem auf den Schuh. Dann gibt es noch Informationen zu einem weiteren Jordan 1 Court Purple Colorway. Der soll jetzt im April 2020 rauskommen. Da gibt es tatsächlich sogar ein etwas genaueres Release-Datum bzw. einen etwas genaueren Release-Monat. Der Schuh wird 150 Euro im Retail kosten und ich denke mal, dass er so um die 300 Euro in den Size US 7,5 bis US 9,5 im Resale bringt, weil der Court Purple Colorway einfach sehr, sehr beliebt ist und dadurch, dass er so eine weiße Toebox hat, denke ich mal, dass er auch sehr gut im Resale gehen wird, weil mittlerweile sind halt Jordan 1er mit einer weißen Toebox ein Ticken beliebter, weil sie halt einfach heller sind und ich persönlich bin halt auch immer eher ein Fan von etwas helleren Schuhen als zu dunkle Schuhe. Wie gesagt, auch aus dem Grund gefällt mir halt der Royal nicht so extrem, auch wenn ich den selber habe, aber der gefällt mir nicht so extrem, weil er halt einfach so mega dunkel ist und bei dem No Sale Colorway ist es ja ähnlich, dadurch, dass das hier weiß ist, wird er halt, sage ich mal, ein bisschen heller gemacht und genauso ist es halt auch bei dem Court Purple. Der ist im Prinzip wie ein Chicago, aber halt eben in lila und das finde ich sehr, sehr cool. Aus dem Grund freue ich mich auch sehr auf den Release. So, und der letzte Schuh, den ich für euch habe, ist ebenfalls ein Jordan 1er und zwar soll der im Juni 2020 rauskommen und zwar ist es der Jordan 1 in dem Mocker Colorway oder so wie ich ihn gerne nenne, Jordan 1 Travis Scott für Arme, denn das Farbschema und die Farbanordnung von den Schuhen ist genau gleich. Die einzigen Unterschiede sind, dass das Braun ein Ticken heller ist als bei den Jordan 1 in der Collab mit Travis Scott und dass es keine Wildleder ist, sondern dass es ein glattes Leder sein soll und natürlich, dass es keinen umgekehrten Swoosh gibt, denn dann würde das halt echt ein Travis Scott sein, aber grundsätzlich ist halt ein normaler Jordan 1er in dem gleichen Farbschema wie der Jordan 1 Travis Scott und für mich ist es aus dem Grund halt der Jordan 1 Travis Scott für Arme. Der Schuh wird ebenfalls 150 Euro im Retail kosten. Ich denke mal, dass der in den Size US 7,5 bis US 9,5 um die 250 bis 300 Euro im Resale bringt. Da ebenfalls wie bei allen anderen Schuhen müssen wir mal einfach abwarten, was so die Stockzahlen sind. Aber soweit ich das jetzt schon entnehmen kann, ist der Andrang relativ hoch, weil es halt einfach eine sehr, sehr gute Alternative ist zu den Jordan 1 Travis Scott. Und ich persönlich finde den sogar auch sehr gut, weil mir wäre es halt zu schade, so einen Schuh zum Beispiel zu bieten. Und da kann man sich halt mal den Jordan 1 Mocker kaufen, um dann halt eben so einen Daily Beater haben, der aussieht wie der Travis Scott. Also kommen wir jetzt noch einmal zum Fashion Streetwear Einrichtungsbereich. Wieso Einrichtungsbereich? Das werdet ihr natürlich gleich erfahren. Ich denke mal, die meisten können sich jetzt schon denken, um was es geht. Aber fangen wir jetzt erstmal an mit der Supreme Week 7. Die wird jetzt am 10.10. erscheinen. Und ich persönlich finde, dass diese Woche nicht so mega krasse Sachen dabei sind. Aber ich wollte euch trotzdem einmal informieren, dass wie immer donnerstags um 12 Uhr morgens der Supreme Drop ist. Und diese Woche gibt es ein, zwei Sachen, die noch ganz okay sind. Und zwar das erste sind einmal die Supreme Fall Tees. Da gibt es halt wieder mehrere Print Tees, wo vorne halt so ein Druck drauf ist. Und die kommen eben halt einmal zur Winter Season, Fall Season, Sommer Season und Frühjahr Season. Und da gibt es halt meistens immer ganz gute T-Shirts, die halt gut etwas im Resale bringen. Jetzt nicht jedes Tee in jeder Farbe halb, aber ich sage mal, die schlichten Farben mit den ganz guten Prints, die werden etwas im Resale bringen. Wenn jetzt schon Bilder da sind, werde ich euch die auf jeden Fall einblenden. Und falls eben noch keine Bilder da sind, dann müsst ihr einfach mal abwarten, wenn es zu diesem Drop kommt. Vielleicht packe ich noch mal ein, zwei Bilder in meine Instagram-Stories auch von den besten Tees, wo ich glaube, dass die etwas im Resale bringen. Deswegen checkt mich da auch gerne mal auf Instagram aus. Des Weiteren wird aber diese Woche noch eine Kollabo zwischen dem Vans Skate High und Supreme kommen. Muss ich sagen, ist eigentlich eine ganz coole Kollabo. Ich finde die Skate Highs ganz cool, habe mir bis jetzt zwar noch nie welche gekauft, aber dennoch bin ich halt ein riesen Fan von Vans, weil die meiner Meinung nach sehr, sehr cool aussehen und einen coolen Streetwear-Look haben. Ob der Print jetzt da
drauf so geil aussieht, ist, sag ich mal, Geschmackssache. Ich denke mal, ich werde sie mir nicht holen, aber trotzdem ist halt eine ganz coole Collab. Dann haben mich noch extrem viele Leute gefragt, ob ich ein How-to-Cop-Guide zu den Nike X Travis Scott Klamotten machen kann. Und ich denke mal, das ist ein bisschen unnötig, aber trotzdem für die Leute, die sich dafür interessieren, denn da kommen sehr, sehr viele coole Sachen raus, wollte ich das trotzdem einmal kurz in das Video machen. Voraussichtlich werden die Sachen jetzt am 12.10. mit den Jordan 6 Travis Scott rauskommen. Das bedeutet auch auf der Nike Sneakers App und bei den ganzen Retailer-Stores, wo auch der Jordan 6 in der Collab mit Travis Scott rauskommen soll. Wenn ihr nicht wisst, bei welchen Stores das ist, dann checkt auf jeden Fall das Video vom Montag aus, da habe ich das gesagt. Ich denke mal, dass die ganzen Klamotten auch bei den gleichen Stores rauskommen sollen. Kommen wir aber einmal kurz dazu, welche Sachen kommen sollen. Es wird einmal ein Hoodie rauskommen, der wird 125 Euro im Retail kosten. Dann wird ein grünes Tee rauskommen, das wird 45 Euro im Retail kosten. Dann wird noch so ein dunkelblaues, schwarzes Tee rauskommen, das wird 75 Euro im Retail kosten. Frag mich nicht, wieso, warum da so ein Preisunterschied ist, aber ist halt irgendwie so. Dann wird noch so eine Cargohose in einem Olivgrün rauskommen, welche ich sogar persönlich sehr, sehr cool finde. Die wird 150 Euro im Retail kosten. Ich versuche mir sogar eventuell die zu kaufen, weil sie halt einfach zu den Jordan 6 in der Collab mit Travis Scott sehr, sehr gut aussieht und halt einfach so eine passende, coole Hose ist. Und das letzte sind so kurze Shorts. Ich persönlich finde die nicht so gut, aber die kosten 100 Euro im Retail. Und was ich so grundsätzlich zu den Sachen sagen kann, ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwie nur ansatzweise was im Retail bringen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass irgendwie das dunkelblaue Tee, vielleicht noch der Hoodie und die Cargohose im Retail etwas bringt. Aber darauf verlassen würde ich mich jetzt nicht, da halt die Sachen oder die Klamotten meistens in einen sehr hohen Stock rauskommen. Aber grundsätzlich zum Tragen sind die Sachen eigentlich ganz cool und passen halt perfekt zu dem Schuh. Dann haben mich noch sehr, sehr viele Leute gefragt, ob ich die IKEA Off-White Collabo mit reinnehmen kann. Und da dachte ich mir, mache ich das natürlich. Und zwar wird die jetzt am 1.11. kommen. Der Release wurde also 8 Tage vorverlegt, als man eigentlich erwartet hatte. Und da kommen halt mehrere Sachen raus. Jetzt weiß man aber eigentlich ziemlich genau, was rauskommen soll und was die Retailpreise davon sind. Und ich lese das hier einfach mal ab, weil das ein bisschen einfacher ist und dann geht das ein bisschen schneller. Und zwar soll einmal dieser Red Grass Carpet rauskommen. Der wird 139 Euro im Retail kosten, also gut teuer, aber ich kann mir vorstellen, dass er schon einige im Resell bringt. Außerdem soll noch der Receipt Rug rauskommen, der wird 69 Euro im Retail kosten. Auch eigentlich ein sehr, sehr cooler, interessanter Teppich. Muss man halt mal überlegen, ob man sich den wirklich in sein Zimmer hängen will, genauso wie den oder legen will, genauso wie den Red Grass Carpet. Aber trotzdem eigentlich sehr, sehr coole Teppiche. Dann soll einmal ein Bedframe rauskommen für 180 Euro, den ich persönlich sehr hässlich finde, weil es einfach nur ein brauner Bedframe ist. Außerdem soll noch ein Stuhl rauskommen. Der soll 119 Euro im Retail kosten, also sehr, sehr teuer für einen Stuhl. Muss man auch mal immer überlegen, ob das, sag ich mal, das Richtige ist. Dann das Mona Lisa Bild, das wird 70 Euro im Retail kosten, interessiert mich persönlich auch nicht so doll. Dann sollen die Tüten kommen, die persönlich finde ich eigentlich ganz cool. Kann man mal so als, keine Ahnung, Einkaufstüte oder sonst was benutzen. Da wird es eine große und eine kleine Tüte von geben. Die große kostet 13 Euro. Die kleine Tüte kostet 10 Euro. Dann wird ein Tisch kommen. Der wird 269 Euro im Retail kosten. Da könnte man mal überlegen, ob Tu und ich uns versuchen, den zu kaufen, weil wir jetzt demnächst in eine Wohnung zusammenziehen. Das ist noch nicht unsere Wohnung, aber bald haben wir unsere eigene. Und da könnten wir halt eben überlegen, ob wir, sag ich mal, da einen schönen großen Tisch reinstellen. Dann kommt noch so eine große Wanduhr. Die kostet 25 Euro im Retail. Und die letzten beiden Sachen sind einmal eine Vitrine. Die kostet 179 Euro. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie die aussieht. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein. Und dann kommt noch das Toolset raus, da ist eben halt so alles Mögliche dabei von, ich glaube, Hammer und so weiter und so fort, was eigentlich ganz cool ist, kostet halt 9 Euro. Und einmal zu den Sachen, wo die wahrscheinlich rauskommen werden, das Ganze wird bei IKEA Stores rauskommen, allerdings nur in Store, nicht online. Und ich bin mir noch nicht sicher, beziehungsweise wurde das noch nicht bekannt gegeben, ob der wirklich bei, oder ob die Sachen wirklich bei jedem IKEA Store rauskommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so wie beim letzten Teppich ist, dass sie halt bei mehreren verschiedenen Stores rauskommen. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich glaube nicht, dass es bei diesen zwei Teppichen bleibt, denn eigentlich sollten viel, viel mehr Teppiche kommen. Und ich glaube auch, dass da halt noch ein paar mehr kommen. Aber da würde ich sagen, warten wir einfach mal ab. Bis jetzt ist es ja noch ein bisschen hin, bis der Release ist. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ich werde auch nochmal genau informieren, welche Sachen von dem Reset bringen könnten und welche nicht. So, und das Letzte, was ich für euch habe, ist die Pre-Spring Summer Collection 2020 von Louis Vuitton. So, und ich blende euch hier einfach mal meine Favorite Pieces ein. Und da gibt es halt so ein paar ganz coole Sachen. Einmal finde ich diese Lammfelljacke ganz cool mit diesem blauen Monogramm. Ist meiner Meinung nach eigentlich eine ganz coole Jacke und die kann man ganz gut tragen, je nachdem, wie sie dann am Ende angezogen aussieht. Aber grundsätzlich finde ich die eigentlich ganz cool. Dann wird noch so eine schwarze Strickjacke mit einer schwarzen Ledertasche auf der Brust kommen. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Ich finde nämlich dieses Prinzip
von diesen Taschen an Jacken oder Hoodies sehr, sehr cool. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die. Grundsätzlich wird sie wahrscheinlich eh zu teuer sein, so dass ich mir sie kaufen kann. Aber eigentlich ist es halt ein sehr, sehr cooles Piece und man kann sich gut davon inspirieren lassen. Außerdem finde ich die Sonnenbrillen noch sehr, sehr cool. Kosten halt sehr, sehr viel, aber dennoch sind es halt ziemlich coole Sonnenbrillen. Und ich denke mal auch, Gianni hat ja so eine und ich muss echt sagen, die sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ist zwar so ein bisschen fetter, aber sieht halt echt krass aus. Dann. So, und das letzte ist eine schwarze Strickjacke mit einem schwarzen Louis Vuitton Monogramm. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Ist eine sehr, sehr chillige und geile Jacke. Wird wahrscheinlich alles sehr, sehr teuer sein, aber trotzdem sehen die Sachen sehr geil aus. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt das Ganze gerne unten in die Kommentare und lasst ein Like da. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Und außerdem würde ich mich extrem freuen, wenn ihr mich mal auf Instagram auscheckt und die ganzen Links unten in der Beschreibung auscheckt. Denn das würde uns sehr unterstützen, wenn ihr euch da etwas kauft oder einfach nur auf den Link klickt. Und ich würde sagen, das war's jetzt endgültig mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Gonna love you inside out. Let me see the dark sides and just the bright. I'm gonna love you inside out.